unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Geschichten von dem noch jungen Chipiana Dion, der sich auf den Weg macht zu den Menschen auf der Erde. Mit der Mission, die Welt derer zu retten. Wissen deine Adoptiveltern, dass du ein Alien bist? Nein, wie gesagt, das weiß niemand, außer ihr jetzt. So, jetzt erzähle ich euch mal meine Geschichte. Ich komme aus einem Planeten, den ihr bestimmt nicht kennt oder auch nicht in der Schule gelernt habt und auch nicht lernen werdet. Weil dieser Planet, sagen Leute, der existiert gar nicht, aber ich komme aus dem. Der Planet heißt Chip Chip. Wie alt bist du? Ich bin noch im Babyalter, so 340 Jahre. Kannst du uns zeigen, wie du wirklich aussiehst? Ja, kann ich. So siehst du aus? So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich aussehe, aber bitte verratet es niemanden. Geht klar. Okay. Ich vertraue euch. Wie geht deine Sprache? Das bedeutet so wie, hallo, wie geht's euch? Wie kommt es, dass du so aussiehst wie ein Mensch? Wir leben schon seit Jahrtausenden auf der Erde. Wir kennen uns wie jede Menschenform verwandeln. Wohnst du in einem Heim oder werdet ihr von Leuten angenommen? Nein, ich habe Adoptiveltern und ich wohne bei denen. Ich bin auf eurer Erde gelandet und lebe unter euch. Aber ihr könnt mich nicht sehen. Ich habe mich eurem Aussehen angepasst. Okay. Ich bin in Frieden gekommen, um euch zu helfen, die Erde zu retten. Die ganze Erde? Unser Planet war der Sonne zu nah. Deswegen zerfiel er in tausend Stücken. Und deswegen bin ich auch hier auf der Erde gelandet. Willst du mit auf eine Reise kommen? Oh ja, super. Ich zeig dir, was von meiner Welt noch übrig geblieben ist. In eurer Zeit dauert die Reise 20 Minuten, aber in unserer 30 Jahre. Da bist du schon erwachsen. Wow. Das ist das noch, was von meiner Welt übrig geblieben ist. Oh, wie traurig. Wir sind schon 30 Jahre in die Zukunft gereist und du bist schon erwachsen. Wie sehe ich denn aus? Gut. Danke. Ätzchen, ich habe bei Dion gesehen. Echt? Oha. Ja. Da kommt er. Oha, ich bin euch zu sehen. Auch das schön, dich zu sehen. Für dich wird die Arbeit sicher ein Kinderspiel. Für mich eine riesen Herausforderung, wie immer. Nein, glaub mir, diesmal nicht. Ich werde dir helfen. Heute bin ich euer Vertretungslehrer. Ich bin der Herr Gerdes. Und heute geht es um das Thema, wer weiß es auswendig? Die Planeten. Um die Planeten geht's, genau. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal die Sonne. Von wo kommt die Sonne? Wo geht die Sonne auf? Wer weiß es? Ich habe die Prüfungsarbeiten. Habt ihr euch alles notiert? Ja, wir haben alles aufgeschrieben. Okay, was war? Nichts. Nö, nichts. Fast nichts. Gut, dann machen wir weiter. Wie lange dauert es noch zur Pause? Circa 10 Minuten. Was ist die Maximaltemperatur? War sehr heiß. Wie weit ist der Jupiter von deinem Planet entfernt? Es sind viele Millionen Kilometer. Und wie fandet ihr die Arbeit?
Gut, dank deiner Hilfe. Wie war die Arbeit für dich? Für mich wie jedes Mal einfach. Danke, dass du uns geholfen hast. Ja. Kannst du uns morgen bei der Klassenarbeit helfen? Ja, aber selbstverständlich. Nächste Woche ist die Technikprüfung. Kannst du uns dabei bitte helfen? Mal sehen, was ich machen kann. Wie siehst du denn aus? Du siehst nicht gesund aus. Ich habe im Augenblick ein bisschen Stress. Jetzt bin ich wieder da. Mensch, du siehst jetzt richtig gut aus. Jetzt haben wir es mit einem echten Alien zu tun. Das wird schwer. Komm doch bitte wieder zurück ins Leben. Bitte komm zurück ins Leben. Geholt. Ja, Eamon, du bist seit Tagen komisch zu mir. Was ist der Grund? Ja, es gibt keinen Grund, weil ich immer gleich bin. Ja, nee, ich find's nicht so. Ja, ich find es aber so. Ja. Nach diesen ganzen Fehlschlägen sollte es jetzt endlich mal Zeit sein. Entschuldigung für die Verspätung, ich hatte noch was zu tun. Okay. Die Menschheit siegt immer.